Da sind wir wieder, Moritz und Burga. Sie stellen euch heute Kardinal Albrecht vor. Er war der berühmteste Bewohner der Moritzburg. Als Prinz aus dem Hause Brandenburg wurde er 1490 geboren. Weil er aber der zweite Sohn war, war eine Kirchenlaufbahn für ihn vorgesehen. So wurde er schon als ganz junger Mann mit 23 Jahren Erzbischof von Magdeburg. Sein Vorgänger Ernst von Wettin, der Erbauer der Moritzburg, war 1513 gestorben. So war nun Albrecht Erzbischof von Magdeburg, Administrator von Halberstadt und kurze Zeit darauf auch noch Erzbischof von Mainz. Diese vielen wichtigen Ämter und Titel finden sich auch in seinem Wappen wieder. Der Adler steht für die Geburt aus dem Haus Brandenburg. Dies ist das Magdeburger Wappen, das Mainzer Rat und das Halberstädter Wappen. Sein Wappen ließ er an vielen Stellen anbringen. Das kann man heute noch in der Moritzburg sehen. Mit 28 Jahren wurde Albrecht schon Kardinal. Das ist ein Stellvertreter des Papstes in Rom. Das machte ihn zu einem mächtigen Mann. Das kostete allerdings viel Geld. 30.000 Gulden musste er dafür leihen. Mit diesen vielen Ämtern und Titeln musste er standesgemäß leben, auftreten und glänzen. Das machte er am liebsten in Halle in der Moritzburg. Hier beherbergte er Gäste, feierte Feste und stattete die Moritzburg prächtig aus. Er ließ sich wertvolle Kleidung anfertigen. Dieses Gewand ist kunstvoll bestickt. Auch hier findet sich wieder sein Wappen. Kardinal Albrecht war ein Freund schöner Dinge. Er war Förderer von Künstlern wie Lukas Cranach, Albrecht Dürer und Matthias Grünewald. Wandmalereien aus der Cranach-Werkstatt zierten die Wände der Moritzburg. Farbig glasierte Kachelöfen sorgten für Wärme, Holzvertäfelung und Prunkteppiche für ein schönes Ambiente. Seine größte Leidenschaft galt der Sammlung von Kirchenschätzen. Über diese Sammlung, das sogenannte Hallische Heiltum, erzählen wir euch in der nächsten Geschichte. Jedenfalls übertrieb es Kardinal Albrecht mit seiner Sammelleidenschaft. Er hatte zu viel Geld ausgegeben und war hoffnungslos verschuldet. Deshalb musste er einen großen Teil der Sammlung verkaufen. 1541 verließ er dann Halle und verstarb 4 Jahre später in Mainz. Damit ging die glanzvollste Zeit der Moritzburg zu Ende.